Vorstellen. Mein Name ist Philipp Selbach und ich bin das erste Mal hier beim Mitgliedertraining, habe das Posing mitgemacht. So, hast ja auch schon ein ganz gutes Paket. So, wie lange trainierst du schon? Seit ungefähr 6-7 Jahren. Ich habe damals mit 16 angefangen. Vorher natürlich zu Hause, wie das so ist. Und weiß ich nicht, wo das angefangen hat, aber ich habe mit Liegestützen natürlich angefangen. Klimmzüge habe ich gemacht. Ich habe mir selbst Gewichte irgendwie zusammengebaut, weil man leider erst ab 16 ins Fitnessstudio durfte. Und als ich dann 16 wurde, bin ich natürlich sofort ins Fitnessstudio gegangen. Okay. Hast du Pläne, mal selbst zu starten? Ja, also als Ziel habe ich mir gesetzt, eventuell nächstes Jahr. Aber nur wenn ich bis dahin noch ein bisschen mehr aufbauen kann, speziell die Beine. Da bin ich ziemlich unzufrieden mit. Und zur Not in 2 Jahren, vielleicht auch erst in 3 Jahren. Aber irgendwann würde ich schon gerne auf der Bühne stehen. Das wäre schon so mein erstes Ziel, sag ich mal. Ja. Und dann mal gucken, wo es hinführt. Ne? Das ist ja. Ich bin Henrik Bettels, bin 22 Jahre alt, trainiere jetzt seit circa 3,5 Jahren, seit guten 2 Monaten jetzt im GmbF und ja, heute das erste Mal dabei. Wie hat dir der Posing-Workshop gefallen? Hast du was gelernt? War echt super, ich konnte jede Menge mitnehmen, super hilfreich, Leute waren auch top und ja. Rundum zufrieden. Hast du auch geplant, mal zu starten? Ja. Nächstes Jahr, spätestens. Ich hätte gern dieses Jahr auch mitgemacht, aber hat leider planungstechnisch nicht ganz hingehauen. Aber nächstes Jahr dann auf jeden Fall. Okay. Super, vielen Dank. Bitte.
Sven Westermann. Du stehst jetzt auch 6 Tage vor der deutschen Meisterschaft. Wie geht's dir heute? Ach ja, ganz gut. So langsam zehrt die Vorbereitung an Kraft und Nerven. Aber jetzt ist es absehbar und ich freue mich drauf. Du bist ja zu deiner sonstigen Härte jetzt noch mal ein Tick härter, habe ich gerade gesehen. Wo liegst du gerade? Weißt du das? Körperfett? Körperfett? Da habe ich ja den Spiegel. Ja. Nee, Körperfett weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mein Gewicht um letztes Jahr nochmal reduziert habe. Und ich diesmal ja in der Bantam-Gewichtsklasse und nicht mehr im Leichtgewicht starte, obwohl ich letztes Jahr schon im Leichtgewicht ja am unteren Ende war. Aber dementsprechend müsste die Form halt nochmal ein bisschen besser sein, vermutlich. Aber ja. Diesmal hast du ja auch mehr Zeit gehabt für die Vorbereitung, ne? In der Tat, wobei Vorbereitung ist relativ, also ich ziehe mein Training weiterhin so durch wie zuvor. Ich habe jetzt von der Ernährung her auch nicht viel verändert. Seit gut 1,5 Wochen habe ich einige Lebensmittel rausgenommen, aber ansonsten die Kalorien weder erhöht noch weniger gemacht. Und ziehe das jetzt so bis zum Wettkampf durch und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay, danke, viel Erfolg. Danke dir auch. Vor der deutschen Meisterschaft. Ja. Wird nicht besser. Also mir geht's ganz gut eigentlich. Ich fühle mich gut, ich fühle mich toll eigentlich. Klar, Schlaf ist irgendwie scheiße und Training ist auch kacke. Also man, Entschuldigung für die Ausdrücke, aber man hat einfach keine Kraft mehr. Ist ein bisschen deprimierend, das Training. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Wettkampf. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch schon aufs Laden, einfach um zu gucken, was so passiert. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die Zeit danach, dass ich endlich wieder wie ein normaler Mensch essen kann, sage ich einfach mal. Also wirklich da eine Pizza wieder eine Pizza ist und ja, freue mich. Heute halt beim Mitgliedertraining, beim Posing gewesen. Ja, hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Hab noch ein bisschen was gelernt. Ich wollte gerade fragen, konntet ihr was lernen beim Posing? Ja, auf jeden Fall. Und möchtest du auch mal? Es war auch echt nochmal motivierend, heute hier noch andere Athleten zu treffen. Also auch wenn man momentan echt down ist, das war nochmal richtiger Motivationsschub. Jetzt laufen die letzten Tage auch wieder richtig. Oh ja. Yeah.